Liebe Freunde, ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr alle gekommen seid zur Eröffnung meines neuen Restaurants. Für das Menü, das ich euch servieren werde, habe ich die Farben, die Gerüche und die Zutaten dieser wunderschönen Gegend ausgewählt. Und vor allem selbstverständlich die unserer Stadt, Verona. Ich danke auch ganz ausdrücklich unseren Freunden aus Deutschland, die mir sehr geholfen haben. La Signora Hildegard Zornbichler. Und mein lieber Freund, immerhin ein Zwei-Sterne-Koch, Robert Zahlfeld, der mir sehr zur Seite gestanden hat. Ihnen haben wir das exzellente Menü dieses Abends zu verdanken. Mir bleibt nur, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und buon appetito. Alles Gute wünsche ich dir für dein Restaurant. Alles Gute. Unser Restaurant. Es ist so schön bei euch geworden hier. Du weißt, mein Freund, ohne dich wäre die Eröffnung ins Wasser gefallen. Ich kann doch mein Freund Gianni nicht im Stich lassen. Nun mal im Ernst, ja, du hast was gut bei mir, ja. Und das nicht nur wegen des guten Essens. Ach ja? Du hast mir die Frau meines Lebens gebracht. Eva kann manchmal ein bisschen allergisch reagieren, wenn man ihr zu nahe kommt. Also ich spreche aus Erfahrung, ich habe sie mal versucht zu küssen und bam, hat die schon eine Ohrfeige sitzen. Ach sie? Von mir hat sie es sich gefallen lassen. Du hast sie geküsst? Den Rest erzähle ich dir dann später. Ich muss zurück zu meinen Gästen. La 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 la. Ganz schön aufregend hier. Ja. Hast du alles? Ich schon, aber ich glaube, Valentina hat langsam genug von dem Trubel. Wie wär's, wenn du sie schlafen legst? Ich schicke die Gäste nach Hause und wir zwei amüsieren uns noch ein bisschen. Aber dein Fest hat gerade mal begonnen. Nur noch das Dessert. Dann haben sie wahrlich genug geschlemmt und das auch noch auf meine Kosten. Also du bist mir vielleicht ein Gastgeber. Ich muss schließlich meine allerwichtigsten Gästin. Das heißt doch so. Jedenfalls muss ich dir heute noch unseren Sternenhimmel zeigen. Er ist nämlich weltberühmt. Oh, aber der Sternenhimmel ist auf der Nordhalbkugel überall so ziemlich der gleiche. Kommt drauf an, wer ihn sieht. Die Verliebten holen sich damit den Himmel auf die Erde. Schaut aus, als wird sich zwischen den beiden was entwickeln, hä? Also ich würde es ihr gönnen, dass ihr mal einer so richtig den Hof macht. Und noch dazu so ein feuriger wie der Gianni. Ich weiß nicht. Ach, Hildegard, du bist wieder typisch deutsch. Du kannst dich einfach nicht entspannen. Du kochst für Gianni, räumst die Küche für ihn auf und du überlässt ihm deine Frau. Eva ist... Non è mia donna. Jeder Idiot spürt doch, dass du und Eva, dass ihr zwei zusammengehört. Jetzt sei mal ehrlich. Ihr könntet das glücklichste Paar auf der Welt sein. Und was tust du stattdessen? Trittst dein Glück ständig mit Füßen. Naja, wenn sie sich so schnell von jemand anders einwickeln lässt, dann bin ich ihr wohl egal. Du hast sie gar nicht verdient. Wenn du nicht um sie kämpfst. Robert, was willst du eigentlich wirklich? Ecco. Also, wenn du Eva liebst, dann sei ein Mann und sag es ihr. Na los, geh zu ihr! Du willst also Gianni die Frau überlassen, die du liebst. Tiziana wird sich gern um Valentina kümmern. Sie liebt nämlich Kinder über alles. Und falls doch irgendwas sein sollte, können wir sie anrufen. Oder sie uns.
Komm, sag ja. Eva. Wir müssen reden. Allein. Jetzt? Jetzt, bitte. Robert, ist was passiert? Und das freut dich jetzt, oder was? Ja, sag mal, du kapierst ja wohl gar nichts. Robert, du kannst mich doch nicht einfach so von Johnny wegreißen. Willst du mir nicht endlich sagen, was... Robert und ich. Ich und Robert. Ich kann es kaum glauben. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist das ein Traum? Moment, warte mal. Nein, das ist kein Traum. Das ist so schön, neben dir aufzuwachen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lass mich nicht mehr los. Versprochen. Ich lass dich nie wieder los. Valentina ist doch bei den Sonnenbüchlers gut aufgehoben, oder? Wollen wir nicht zusammen Verona erobern? Lass uns heute einfach nur wir beide sein. Romeo und Julia. Romeo und Julia.